Halli, hallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch und ich bin heute spitzengelaunt. Es ist ein sehr sonniger Tag und das heitert doch die Laune ganz da auf. Ich hoffe, bei euch ist es jetzt genauso sonnig wie bei mir gerade. Eigentlich kann ich mir die gute Laune gar nicht leisten, denn ich mache den Geht-gar-nicht-Tag. Ich rede jetzt über Sachen, die gar nicht gehen. Warum habe ich denn gute Laune? Das schiebe ich einfach mal auf den Frühlingsanfang. Dieses Mal gibt es keine Fragen, sondern Kategorien, die ich euch hier einblende und über die ich dann spreche, was meiner Meinung nach gar nicht geht. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, denn ich möchte von euch auch mal wissen, was geht bei euch gar nicht in den verschiedenen Kategorien. Schreibt es mir hier unten in die Kommentare und ich lese das gerne und antworte auch darauf, ob das vielleicht für mich auch gar nicht geht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß! Als erstes geht es bei mir ums Essen oder Mahlzeiten. Was für mich gar nicht geht, kann ich euch gleich aufzählen. Die Dinge, auf die ich allergisch reagiere. Das geht bei mir nämlich gar nicht. Zum Beispiel Orangen oder Gurken oder Paprika. Was bei mir außerdem gar nicht geht, was ich nichts abgewinnen kann, ist Weintrauben bzw. Rosinen und Senfsoße. Die nächste Kategorie nennt sich Klamotten oder Outfits. Ich habe da sehr lange überlegt, was ich euch da präsentieren könnte, doch mir ist nur eins eingefallen. Echter Pelz. Das ist ein totales No-Go. Verunstaltete High Heels, die dann gar nicht mehr aussehen wie High Heels, wo du dir denkst, was ist das? Hä? Das geht gar nicht. Musik. Hard Techno oder Schranz. Das geht bei mir absolut nicht. Nein. Düfte oder Gerüche. Und zwar gibt es einen Geruch, den ich überhaupt nicht abkann und das ist Lavendel. Ich verstehe auch nicht, wie man dafür so eine Begeisterung haben kann, aber Lavendel mag ich überhaupt nicht. Von dem Parfüm her ist es dann so starke Gerüche, die gleich dir fast die Nasenhaare wegätzen. Die mag ich überhaupt nicht. Jahreszeiten. Und zwar kann ich mich da nicht auf eine festlegen, denn ich mag eigentlich alle sehr. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile, aber ich lege mich jetzt auf eine fest und das ist der Präwinter. Die Mischung aus Herbst und Winter, wenn gerade der Umschwung ist, den mag ich überhaupt nicht. Wenn es kalt ist und total regnet und stürmt und der Präwinter. Süßigkeiten, da sind wir wieder bei Rosinen. Ich mag keine Schokorosinen. Lakritze. Lakritze mag ich auch überhaupt nicht. Nein. YouTube. Die nächste Kategorie nennt sich YouTube. Und zwar mag ich da nicht diese Anonymität, dass das jeder ausnutzt und seine Hater-Kommentare irgendwo drunter postet und sich denkt, oh, den mache ich jetzt mal fertig. Ah, der Ton einfach bei YouTube zurzeit, das ist wirklich unter alle Sau, weil sich jeder denkt, ach, den mache ich mal jetzt drunter. Was ich auch nicht mag zurzeit auf YouTube ist einfach der Content, der geliked wird, der in die Trends kommt. Zum Beispiel Pranks oder Challenges, wo ich mir denke, warum ist das erfolgreich? Oder Leute, die sich einfach mal mit einem Flutschfinger selber besorgen auf YouTube. Was? Das ist nicht mehr schön. YouTube, du musst da was ändern. Nein, das geht gar nicht. McDonald's, ich habe das hier hingeschrieben, weil ich Angst hatte, wenn ich das Logo hier einblende, kriege ich Ärger. Deswegen steht das hier. Und zwar bei McDonald's geht gar nicht der McRib. Personen im Allgemeinen. Ich mag keine, oder es geht gar nicht, wenn eine Person überheblich ist. Was mich auch sehr stört oder was für mich gar nicht geht, ist, wenn du für eine Person wirklich fast die Welt eroberst und sie absolut undankbar ist. Öffentliche Personen. Bei den öffentlichen Personen denke ich mir manchmal, merkst du das eigentlich, dass du das gerade nur machst, damit du Klicks bekommst? Oder was machst du da? Warum? Diese aufmerksamkeitsgeilen Leute.
ich meine, vielleicht macht es euch auch Spaß, so aufmerksamkeitsgeil zu sein, like Kim Kardashian. Aber warum? Haare. Bei Haaren geht gar nicht. Ich sage nur drei Worte. Bad Hair Day. Wenn sie überhaupt nicht machen, was sie eigentlich machen sollen. Die Haare? Party! Was geht da gar nicht? Und zwar sinnloses Abstürzen, sinnloses Rumpöbeln, auf andere Menschen schimpfen, sich verwickeln in Kloppereien. Das geht gar nicht auf Partys. Das muss nicht sein. Das geht gar nicht. Autofahren. Und zwar kann ich da nur sagen, sinnloses Überholen. Und wenn man sich dann an der Ampel auch wieder trifft, also das warum? Nur um 3 Minuten rauszuschlagen und dann sinnlos so hier zu überholen. Warum? Warum machen das Leute? Um schneller zu sein, es bringt sie auch nicht weiter, wenn sie dann einen Unfall bauen und andere Menschen und ihr eigenes Leben damit zerstören. Und beim Autofahren, was auch gar nicht geht, sind Elefantenrennen auf der Autobahn. Eltern! Ich kann dazu eins nur sagen, was gar nicht geht, wenn Eltern ihre Vorbildfunktion nicht erfüllen. Instagram! Instagram! Ich habe zurzeit bei Instagram das Problem, was für mich auch gar nicht geht, dass mir Leute folgen wollen. Ja, ich habe das Privathäkchen drin. Dass mir Leute folgen wollen, die einfach nur die Suchbilder auf ihren Seiten haben. Warum? Das geht gar nicht, finde ich. Das war's mal wieder von der Saus. Das war für dieses Wochenende und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Taggen werde ich dieses Mal die ganze YouTuber-Gruppe aus Facebook. Und ich hoffe doch, ich sehe da den ein oder anderen. Geht gar nicht, Tag. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche, einen schönen Frühlingsanfang. Und habt euch lieb. Und denkt immer daran, es gibt manche Dinge, die gehen einfach gar nicht. Tschüssi!